Das Kempinski Hotel Corvinus in Budapest ist eines der führenden Hotels in Ungarns Hauptstadt. Die Corona-Krise hat jedoch auch hier zugeschlagen und die Gästezahl von heute auf morgen fast gen Null gebracht. Stefan Intertal, General Manager, beurteilt die Lage und lässt die Geschehnisse der letzten Wochen Revue passieren. Bei einem Interview gibt er auch einen Ausblick auf die nächsten Monate, sogar Jahre. Das Hotel ist 1992 eröffnet worden. Wir sind 27, sind im 28. Jahr. Wir sind damals zu der damaligen Zeit das erste internationale Joint Venture gewesen, das hier nach der Wende nach Budapest gekommen ist. Das Hotel wurde von der Planung direkt in Angriff genommen, als eigentlich 1990 dann die Grenzen aufgingen. Und wir haben 92 eröffnet. Wir sind, sicherlich eines der führenden Häuser in dieser Stadt. Zu der damaligen Zeit waren wir sicherlich das führende Hotel. Das hat dann in den letzten 15 Jahren natürlich viele andere Hotelentwicklungen gegeben, aber wir zählen uns zu den Top-Häusern in der Stadt. Wir sind hier Market Leader und wir sind sehr glücklich mit dem, was wir hier geschafft haben. Wir haben auch hier Krisen erlebt, 1999 Kosovo, wir haben die Finanzkrise erlebt, wir haben 9/11 erlebt, wir erleben im Augenblick gerade Corona. Aber wir haben dem allen gut standgehalten, sind eigentlich da überall gut durchgekommen. Wir sind ja eine Managementgesellschaft. Kempinski stellt das Management. Und wir haben Inhaber und Eigentümer, mit denen wir eine sehr, sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit haben, die das sehr schätzen, was wir hier machen. Und insofern sind wir in einer sehr glücklichen Lage, auch jetzt während der letzten Monate. Ich muss sagen, die ungarische Regierung hat sehr schnell und sehr unverzüglich und sehr klar den Unternehmen, insbesondere den Unternehmen in der Hospitality-Industrie, Möglichkeiten der Steuererleichterung und Möglichkeiten von Aufschub von Bankzahlungen, also Capital und Interest, eingeräumt und hat dort Moratorium gegeben. Wir haben auch ziemlich zügig Lösungen gefunden für die Mitarbeiter. Wir haben die meisten in Urlaub erstmal geschickt, dann wurden die Urlaube verlängert, dann haben wir sie auch seit letzten Monat gibt es ein Modell ähnlich des deutschen oder österreichischen Kurzarbeit. Es hat einen anderen Namen hier, aber im Wesentlichen ist es ein ähnliches Modell. Das haben wir eingeführt. Ja, und wir waren hier die ganze Zeit da, so während der Woche mit 25, 28 Leuten und während des Wochenende ungefähr mit 15 bis 20. Wir hatten auch immer Gäste, muss ich ganz klipp und klar sagen. Und wenn es auch nur 4 oder 5 oder 6 waren, aber die waren immer hier und die waren sehr dankbar, dass wir offen waren. Denn ganz, ganz viele Hotels haben sich entschieden zu schließen. Ich muss dazu noch abschließend sagen, das ungarische Government hat niemals eine Schließung angeordnet, sondern hat es den Hoteliers und Eigentümern überlassen, aufzubleiben oder zu schließen. Es gab da nicht wie in anderen Bundesländern, auch teilweise in Deutschland, in Sachsen und so weiter und so fort, Anweisungen der Regierung zu schließen. Das gab es hier nicht. Wir haben uns von Anfang an für ein Offenbleiben entschieden. Also ich hoffe, dass die Vorstellungen auch bald wieder weitgehend normal werden. Natürlich sind ein paar Einschränkungen, die gibt es aber nicht nur bei Kempinski, die gibt es überall. Wir müssen Distanz wahren. Unsere Mitarbeiter müssen Gesichtsmasken tragen, die müssen Handschuhe tragen. Die Zimmer müssen einer zusätzlichen Reinigung unterzogen werden. Das heißt, sie werden desinfiziert nach jedem Gast. Wir haben Dinge, die im Zimmer sind, wie zum Beispiel Broschüren und Zeitungen, Magazine und ähnliche Gäste-Supplies aus den Zimmern rausgenommen, weil dort die Gefahr der Kontamination besteht. Aber ansonsten soll es der normale Urlaub sein und der normale und gewohnte Kempinski-Service. Und ich glaube, das ist es bei uns. Leider haben wir noch nicht so viele Gäste, denen wir das jeden Tag beweisen können. Aber es kommen jeden Tag ein paar mehr. Und diese Woche waren es schon 11 und 12. Und im Augenblick freuen wir uns über jeden Gast. Ich sage Ihnen ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass ich in meiner Karriere nochmal so bescheiden werden muss, um mich über jeden einzelnen Gast zu freuen. Aber im Augenblick ist das so. Und man muss dazu sagen, wir haben die letzten 5 Jahre hier sehr, sehr erfolgreich gewirtschaftet. Wir haben jedes Jahr ums andere Jahr ein Rekordergebnis hingelegt. Der Markt war sehr, sehr gut zu uns und wir waren in diesem sehr guten Markt sehr erfolgreich, überproportional. Und deswegen ist das natürlich auch für alle ein Big Shock gewesen. Also Corona ist ja wie eine Apokalypse über uns gekommen. Wir konnten ja gar nicht so schnell auf die Dinge reagieren, wie sie geschehen sind. Das war ja Wahnsinn. Wir sind natürlich auf dem Landwege erreichbar. Ich sage mal, das ist Spanien eher nicht, es sei denn, Sie wollen 3000 Kilometer fahren.
Also ist Folgendes. Ich bedauere, dass Ungarn im Kontext der Öffnung der europäischen Urlaubsländer kaum Erwähnung findet in der deutschen Presse. Wenn wir mal unsere Freunde von Axel Springer nehmen, die schreiben über jeden, Italien, Spanien, Kroatien und so weiter und so fort, da findet Ungarn gar nicht statt. Das mag vielleicht daran liegen, dass wir jetzt nicht das klassische Urlaubsland sind und wir haben jetzt auch keine Beach und kein Meer. Wir haben den Balaton, den Plattensee und wir haben natürlich Ungarn als die City-Destination überhaupt und eine der besten in ganz Europa. Also ich glaube schon, dass das noch einen Augenblick dauern wird. Wir sind hier auf mehrere Dinge angewiesen. Das Reiseverhalten der Leute, das haben Sie eben schon erwähnt. Ich glaube, da wird es große Unsicherheiten geben. Und da gibt es nicht nur Unsicherheiten, sondern da wird es ganz einfach simple Probleme geben. Die Leute haben weniger Geld, die Leute haben weniger Zeit. Die haben schon ihren Urlaub teilweise nehmen müssen jetzt während der Corona-Krise, weil sie vom Arbeitgeber freigestellt wurden. Das heißt, da können wir wesentlich weniger erwarten. Dann muss man jetzt auch auf was sehen. Wir hoffen schon, dass in den Wochenenden Juli, August wir gutes Geschäft hier kriegen. Aber wenn die Leute überhaupt verreisen, dann werden sie sich jetzt im Augenblick mal auf einen Familienurlaub und auf eine Familienurlaubsdestination zunächst konzentrieren. Und das sind wir nicht. Wir sind ein City Breakout. Wir sind eine City Destination. Und wir sind im touristischen Bereich sehr erfolgreich. Mehr als 50% unseres Geschäftes year-round ist Tourismus, Gruppen, Einzelreisende, Incentives etc. etc. Jetzt im Augenblick können wir nur auf Einzelreisende hoffen. Das werden wir in den nächsten Wochen sehen, wie sehr das und wie schnell das trägt. Wir sind angewiesen auf die Airlines. Wenn Sie jetzt mal den Hauptcarrier nehmen, den wir alle kennen, Lufthansa oder Lufthansa Group, die haben im Augenblick ab 15. die fliegen jetzt mit ein paar wenigen Fliegern, aber am 15. Juni kommen sie zurück, aber mit einer 25. Kapazität von vorher, 25%. So, und jetzt müssen Sie wissen, will ich an einen Flughafen mich in Reihe stellen, will ich in so eine Maschine reingehen? Wenn ich das muss, habe ich da kein Problem mit. Aber wenn Sie irgendwo in Urlaub hingehen, dann müssen Sie ja nicht, dann entscheiden Sie freiwillig, ob Sie das wollen oder nicht. Also da gibt es so viele Fragezeichen, aber wir bleiben am Ende des Tages positiv. Und ich glaube schon, dass wir im touristischen Bereich viele Gäste wiederkriegen werden. Ich glaube auch, dass wir von September bis Dezember im Geschäftsbereich viele Leute wiederkriegen werden. Aber das wird ein Bruchteil dessen sein, wo wir mal waren, von 2019. Und wenn Sie mich fragen, wie lange das dauert, dann bin ich eher bei 2022, 2023, bis wir vielleicht mal wieder in der Lage sind, auch nur annähernd da anzukommen, wo wir das Jahr 2019 verlassen haben. Und um das abzurunden, 2020 wäre für uns in Budapest, und ich spreche dafür alle, ein super Jahr geworden. Wir haben einen sensationellen Januar und Februar hingelegt, besser als nochmal letztes Jahr und die Jahre davor. Und alle Indikatoren standen also auf grün. Alle Pfeile waren auf grün und nach oben. Ja, und dann hat uns Corona eingeholt. Da gibt es ja schon ähnliche auch Verlautbarungen in den sozialen Medien und auf den Internetseiten, das 20% und Book Now und so weiter und fort. Also das werden wir nicht mitmachen. Die Rate wird so bleiben, wie wir sie 2019 verlassen haben. Wir wollen auch versuchen, sage ich mal, die Rate zu halten. Das ist zumindest unser Wunsch. Sie müssen verstehen, dass natürlich durch die größere Verfügbarkeit der Zimmer wir erst viel später die Möglichkeit haben, sozusagen zu yielden. Das heißt also, wir haben im Prinzip Raten, die von der Basis ausgehen. Und erst wenn wir die Basis, die erste Stufe belegt haben, können wir in die zweite gehen und so weiter und so fort. Ja gut, der Wirtschaftsschub von 2021 wird ja an den Wirtschaftsergebnissen von 2020 gemessen. Das geht uns ja in Deutschland genauso. Und wenn Sie in Deutschland die Talkshows verfolgen, da wird ja im Augenblick ungefähr von einem negativen Wachstum von 6,5% geredet. Wenn Sie dann im Jahr darauf 5% plus machen, dann ist das natürlich ein Schub von 11. Entschuldigung. Also insofern hat Viktor Orban recht. Und ich hoffe ja, dass er recht hat. Ich wäre ja gerne an diesem Aufschwung mit unserem kleinen Geschäft hier dabei. Aber ich glaube schon, dass wir 2021 wieder einen Aufwärtstrend merken werden. Gott sei Dank, im positivsten Sinne meine ich, das vergessen die Menschen auch sehr, sehr schnell und konzentrieren sich eigentlich auf das Positive und auf die Zukunft. Also glaube ich schon. Aber man muss ganz klar sagen, es wird einige Jahre dauern, bis wir uns als Destination, und das gilt ja auch für München und Berlin und für alle Städte, wo wir Kempinski-Hotels haben oder auch wo wir keine haben, das ist überall das Gleiche. Es wird Jahre dauern, bis wir uns davon erholt haben. Und entsprechend werden wir auch unsere Businesspläne aufstellen und ausrichten. Wir haben da Geduld und wir werden uns da keine Ziele stecken, die unrealistisch sind.